Na, hat euch das interessiert? Klar. Eine Geheimsprache denken die sich auch aus. Was? Für das Manöver, damit der Gegner nichts versteht. Geheimsprache? Was denn für eine Geheimsprache? Ach so. Das wird wahrscheinlich Holländisch oder Dänisch gewesen sein, nicht? Sind ja mehrere Länder bei dem Manöver beteiligt. Ach so. Ja. Du, die waren ganz schön müde zum Schluss. Und aufgeweicht. Ja, wie dein Eierkuchen, du Ferkel. Gib mal her. Ich würde Manöver nur bei gutem Wetter abhalten lassen. Du, also, ich bin froh, wenn der ganze Rummel erstmal vorbei ist. Ja, letztens hätte sowieso nur jeder zweite pünktlich zur Baustelle gekommen. Ja, und ist doch mal ganz gut, wenn man einen plausiblen Grund hat, morgens zu spät zu kommen. So, und jetzt ist anständig, Florian. Na, du bist gut, du. Wir haben eh schon so viel Pech. Stell dir mal vor, neulich ist uns ein ganzer Drehkran aus den Schienen gesprungen. Du, heute sollte mit dem Fundament für die Transformatoren angefangen werden. Hat überhaupt noch nichts ausgeschachtet. Du, sag mal, hast du nicht noch einen für mich? Nee, jetzt ist alle. Ach, sag mal, wer hat denn da gepennt? Naja, wahrscheinlich alle. Ach. Ist das schlimm? Du werdet ihr eben später fertig. Na, du bist gut. Du. Wir haben noch einen ganz festen Termin, heute in 3 Jahren und 11 Tagen. Da muss das Werk übergeben werden, du. Und wenn ihr es nicht schafft? Dann müssen wir Konventionalstrafe zahlen. Na, so ungefähr 500.000 in einem Monat. Musst du da auch was bezahlen? Um Gottes Willen. Nein, bezahlt natürlich die Firma. Aber wir sind doch dann wieder die Prügelknaben für die Direktion. Sag mal, Ina, was gibt's denn eigentlich als Hauptspeise? Nichts, mein Herz. Wir müssen sparen. Ich möchte ja noch zu Lebzeiten zu einem eigenen Haus kommen. Aber Ina, du kriegst ja dein Haus. Aber lass mich doch erstmal den Ärger auf der Baustelle hinter mich gebracht haben. Nun, und bis dahin hatte ich eigentlich nicht vor zu hungern. Du kannst doch keinen Hunger mehr haben nach den 6 Eierkuchen. Denk doch mal an die Manöversoldaten. Da stand heute einer an der Kreuzung, ganz alleine. Der wäre froh, wenn er deine 6 Eierkuchen gehabt hätte. So, der steht da noch immer. Ja. Der Soldat, von dem ich dir gestern erzählt habe. Du hast mir was von einem Soldaten erzählt? Ja, als du wegen dem Essen gemeckert hast. Komisch, was macht der da bloß? Was ist das der? Ja. Keine Ahnung, vielleicht Manöver spielen oder sowas. Ja, aber das Manöver ist seit gestern zu Ende. Was weiß ich, kann ich jetzt weiter? Ja, von mir aus. Mach's mal gut. Gib mal die Tasse her. Ja. Du, Robert! Ja? Ich frage ihn einfach mal. Was denn? Na, was er da macht. Also bitte von mir aus. Aber fang nicht an zu flirten mit ihm und hol mich trotzdem pünktlich ab, ja? Aha. Also, tschüss. War gestern zu Ende, vor 20 Stunden. Und der steht noch immer da. Du, sag mal, bist du vom Generalstab? Nein, aber mir sagt der gesunde Menschenverstand, dass... Hör doch auf mit deinem gesunden Menschenverstand. So primitiven Mitteln arbeiten die doch nicht. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Aber man pflanzt doch einen Menschen nicht in die Gegend. Was soll er denn da? Kühe bewachen? Na, vielleicht hat Bottenstedt eine strategische Bedeutung. Aber doch nicht nach dem Manöver. Ja, es gibt ja sowas wie eine Nachhut. Robert, jetzt bist du dabei. Jetzt fragen wir ihn, ja? Hoffentlich antwortet er. Warum soll er denn nicht antworten? In irgendeiner Sprache werden wir uns schon verständigen. Ja, aber ob er sprechen darf, das ist die Frage. Wieso? Wieso? Den Posten vor dem Buckingham-Palast, dem kannst du einen Apfel auf die Bärenfamilie zu legen. Da sagt kein Wort, du kommst nicht rein. Aber hier ist doch weit und breit kein Buckingham-Palast. Robert! Komm doch mit, ja? Also, wenn dich dein Schicksal so interessiert, bitte. Aha. Müssen Sie noch lange hier stehen? Das weiß ich nicht. Das ist mir ganz unbekannt. Muss doch ziemlich langweilig sein, oder? Oh ja, ja, ziemlich langweilig. Ja. Sagen Sie mal, Sie stehen doch schon seit gestern hier, nicht? Ja, das ist richtig, ja.
Ja, die Nacht war ziemlich kühl. Entschuldigen Sie mir, ich sehe nicht sehr gepflegt aus. Na, das ist doch kein Wunder, Herr... Jensen, Karl Jensen. Sonntag. Guten Tag. Sonntag, meine Frau. Sie arbeiten an dem Atomikwerk. Ja, da drüben an dem neuen Kernkraftwerk. Sie sprechen aber ausgezeichnet Deutsch. Ach, finden Sie? Mhm. Dankeschön. Entschuldigen Sie bitte, Herr Jensen. Wir wollen uns wirklich nicht in militärische Geheimnisse einmischen, aber werden Sie eigentlich auch verpflegt? Im Augenblick klappt es nicht so gut. Sagen Sie mal ehrlich, Sie haben Hunger, nicht? Ja, es geht. Ziemlich. Seit gestern. Noch niemand ist zu mir gekommen. Das finde ich unverantwortlich. Sie wollen doch nicht zu den Ledernacken, oder? Nö, sicher nicht. Passen Sie mal auf, Herr Jensen. Ja, wir sind in 20 Minuten wieder da und bringen Ihnen was zu essen. Was halten Sie davon? Ah, das wäre sehr freundlich von Ihnen. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein. Na, wenn inzwischen jemand kommen sollte, um Sie abzuholen, ja. Umso besser für Sie, ne? Ja. Ansonsten halten Sie es noch 20 Minuten durch. Ja, ich glaube, ich glaube. Also, dann bis gleich, komm. Eigentlich stehe ich gerne auf Wache. Ich träume mich hier der Ausgang. Da lässt sich dann viel mehr unternehmen als in Wirklichkeit. Verstehen Sie? Natürlich. Ja, diesmal dauert es aber zu lange. Na komm, Ina, komm. Sagen Sie, können Sie nicht gleich mitkommen? Das wäre doch viel bequemer. Ah, das darf ich wirklich nicht. Ich habe ja eine Vorschrift. Du, ich habe eine Idee. Hol doch mal den Campingsessel aus dem Auto. Was für ein Campingsessel? Das darf er doch gar nicht. Ja, warum denn nicht? Auf dem nassen Boden kann er doch auch nicht sitzen. Da kriegt er die schönste Nierenbeckenentzündung. Manöver hin, Manöver her. Ja, manövern. Das ist eben ein Sonderfall. Sonst kann ich wirklich nicht klagen. Na, Jens, wie ist es? Getrauen Sie sich, ja? Dann wollen wir mal. Hier. Ja. Oh. Was werde ich wohl dürfen? Gemütlich. Ja, glaube ich. Also, dann bis gleich. Komm. Verstehst du, warum man den Leuten nicht mal eine eiserne Ration mitgibt? Unglaublich ist das. Ich werde auf jeden Fall einen Brief an die Bundeswehr schreiben. An die Bundeswehr? Das ist doch Däne. Schreib doch lieber gleich an König. Ich möchte dich mal sehen, wenn du auf dem nassen Acker sitzen willst. Jedem seine eigene Rakete, aber dass ein Mensch essen muss, das vergisst man. Na ja, du, vielleicht macht er einen Lehrgang mit. Unter extremen Bedingungen muss er ganz allein durchkommen. Wohin soll er denn durchkommen? Der steht doch da bloß rum. Wenn ich nur wüsste, weshalb. Weiß er doch selbst nicht. Ach, dänischer Käse, das ist schon mal was Vertrautes für ihn. Ob er Bier trinken darf? Du, das weiß ich nicht, mein Schatz. Er ist doch im Dienst. Vielleicht ist das so wie Alkohol am Steuer. Nee, nee, mach ich mal lieber einen Tee, ist bei dem Wetter sowieso besser, ne? Ja. Warum sagt ihr denn nicht, dass ihr da seid? Oh, Entschuldigung, Herr Generaldirektor, Entschuldigung. Ist der Soldat denn immer noch da? Naja, er ist. Mami stellt gerade ein Abendessen zusammen. Dürfen wir mit? Wohin denn? Na, wenn du den Soldaten zu essen bringst. Habt ihr eure Sachen aufgeräumt? Na klar. Florian, du auch? Schon längst. Ich finde, wir sind so ein richtig karitativer Verein. Wirklich, ich schmeck delikat. Ich glaube, es hat mir seit Jahren nicht so gut geschmeckt. Wahrscheinlich waren Sie auch seit Jahren nicht mehr so hungrig. Na, vielleicht nicht. Ich möchte bloß mal wissen, was sich Ihre Vorgesetzten eigentlich denken. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist der Wagen mit der Verpflegung stehen geblieben oder sowas. Na, vielleicht eine kleine Zigarette zum Abschluss? Ja. Ja. Na, bleiben Sie doch sitzen, mein Lieber. Ja. Hier, bitte. Danke. Sagen Sie mal, beunruhigt Sie das gar nicht? Und dass sich von Ihrer Einheit niemand blicken lässt? Ah, irgendeinen Sinn wird es schon haben. Ja, glaube ich auch. Ja. Es ist aber sehr nett von Ihnen, dass Sie sich um mich kümmern. Aber das ist doch selbstverständlich. Außerdem sind Sie auch eine kleine Sensation für Bottenstedt, nicht? Ja. Wie meinen Sie? Na, stellen Sie sich doch mal vor, so ein einsamer Soldat in dieser trostlosen Gegend hier. Kann ich Augenwurstbrot haben? Florian! Ja, doch. Ich bin sehr satt, wirklich. Ich mach dir eins. Was machen wir denn jetzt? Wieso? Fürs Erste ist er doch verpflegt, oder? Ja, fürs Erste, aber er kann doch nicht hier an der Kreuzung heiraten, Kinder kriegen und alt werden. Dann willst du ihn vielleicht jetzt auch noch nach Hause schicken? Na, dazu braucht er aber einen Befehl, aber nicht von dir, sondern von oben. Ich
könnte ja bei seinen Leuten anrufen und Krach schlagen. So behandelt man doch keinen Mitarbeiter. Mitarbeiter? Ich meine, du. Wie willst du denn seine Mitarbeiter erreichen? Vielleicht mit dem Autotelefon? Wir können ihn doch nicht seinem Schicksal überlassen. Bietet den Gewehr stehen lassen. Schau, es ist doch noch nicht dunkel. Zum Abend wird ja hoffentlich jemand vorbeigekommen sein. Ist gefährlich. Ich? Der Mann muss sich doch auch mal waschen. Bring ihm wenigstens nachher deinen Rasierzahn vorbei. Was? Ja. Mit der? Aber das geht doch nur mit Strom. Wir können doch Herrn Hüselitz holen. Hm? Der kann die Leute mit einem richtigen Messer rasieren. Ihm wird Westfilm. Matthias hat gar nicht so unrecht. Der Meckelsen vom Frisiersalon, der ist zu vornehm dazu. Und der Hüselitz, der freut sich, wenn was los ist. Den Hüselitz? Ja. Sag mal, wird doch schlimmer, als wenn er einen Krieg müsste. Ach was. Aber. In Nordwestdeutschland zunächst stärken und Wolken, später aufklaren. Nachts wolkenlos. Wolkenlos? Du, da kommt bestimmt Regen. Was machen wir denn dann mit Herrn Jensen? Nina, immerhin ist er doch Soldat, nicht? Na ja, daraus nimmt dann Schnupfen keine Rücksicht. Du kannst mir ja dann Regen schon vorbeibringen, du weißt ja schon, den mit den kleinen Blümchen. Oh, Robert, jetzt sei doch mal ernsthaft. Weißt du nicht jemanden, der ein Zelt hat? Der Dubilgartenzelt. Am besten schaue ich mich gleich mal nach dem Wohnwagen um. Aber erstmal hole ich Hüselitz ab. Du kommt mal raus, ihr beiden, ja? Schnell, hopp. Kommt jetzt. Mami, nein! Endlich ist mal was los. Überhaupt ist es noch ganz hell. Na, das ist im Sommer nun mal so. Aber ich habe den Soldaten versprochen, ich spiele mit die Mühle. Ich will auch mit die Mühle spielen. Ich bin überhaupt noch nicht müde. Komm, nun lass sie doch. Du hast doch selbst den Soldaten angebracht. Komm, lass sie mal allein. Also schön. Papi bringt euch aber spätestens um 9 nach Hause, verstanden? Ja, ist ja gut. Ja, und ich gehe telefonieren. Wäre doch gelacht, wenn ich den Soldaten nicht an den Mann. Ich komme euch vielleicht mit dem Rad besuchen. Tschüss. Bring ihn nicht um, sonst kommst du vor ein Kriegsgericht. Ich hab schon Leute rasiert, da hat's dich noch gar nicht gegeben. Ja, deshalb sollst du dich ja vorsehen. Sonst denkt sein Hauptmann, er ist in ein Säbelgefecht gekommen. Du, wieso bist du nicht in deiner Kneipe? Haben Sie keine Angst, ich verstehe mein Handwerk. Na hören Sie, Herr Wachtmeister, was heißt nicht zuständig? Möchten Sie mehr als 24 Stunden im Freien stehen? Ja, weil Sie eine Gewerkschaft haben. Aber der arme Teufel da an der Kreuzung? Aber Herr Wachtmeister, Sie tragen doch selbst Uniform. Nein, ich kenne mich mit militärischen Rängen nicht aus. Jedenfalls ist er Däne. Na und? Dänen frieren auch. Was? Nein, natürlich weiß ich das nicht. Danke. Wiedersehen. Aber was machen wir jetzt mit ihm? Ach, den nehmen wir mit zu Basala. Nein, nein, das ist unmöglich. Ich muss hier bleiben. Hier wollen Sie feindlichen Durchbruch verhindern? Wenn eine Kontrolle kommt? Wir heften einen Zettel an einen Baum. Schütze Jensen im Dorfkuh. Ja. Und einen Pfeil mit der Richtung dahin. Ja. Ich habe eine Idee. Ha? Ich bringe meine Kneipe hier raus. Ja! Nicht gleich, habe ich doch gesagt. Und wir machen Feuer an. Ist ja viel Gemüt. Und ich hole heute Feuer und ich helfe euch. Mensch, heute wird's prima. Meinst du? Klar, das wird ein richtiger Rummel. Guck, da kommt Papi, da hat das Zelt von einem Wecki geholt. Ach, sind Sie nun das Wehrkreiskommando oder nicht? Das heißt für Musterungen zuständig. Der Herr ist bereits Soldat. Nein, das ist kein schlechter Scherz. Ich möchte Sie auf einen Missstand aufmerksam machen. Na hören Sie, die Bundeswehr muss doch Tag und Nacht betriebsbereit sein. Ja, dann geben Sie mir einen von Ihren Vorgesetzten. Es ist sehr wichtig. Hallo? Hallo? Also, das ist doch unglaublich. So ist richtig. Bravo! Bravo! Fein gemacht, Mario. Na endlich. Endlich mal jemand, der überhaupt versteht, worum es geht. Also passen Sie auf. Zwischen Bottenstedt und der Baustelle vom Kernkraftwerk. Ja, da, wo es nach Wattingen abgeht. Direkt auf der Kreuzung, ist gar nicht zu verfehlen. Ja, Sonntag, Bottenstedt. 34,55. Danke. Wiedersehen. Ach. Thank you.
ist ein Volksfest geworden. Ja. Na bravo, fast ein Grand Hotel. Ja. Dürfen wir einen schenken, Mami? Ja, das fehlte noch. Wir fahren gleich nach Hause. Schade. Ich muss schon morgen früh wieder zur Schule. Aber eine Bratwurst könnte noch essen. Ja. Ich habe endlich meinen Kunden wegen Fall verstanden. Ah, sehr schön. Geht gut. Oh, hast du noch ein Bier, Heinrich? Nee. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ja, hast recht. Ich habe mir auch alles verkauft. Also packen wir ein. Ja, also gute Nacht, alle Seid ihr im Bett? Sag mal, Mami, wenn er morgen noch da ist, ob ich ihn mit in die Schule nehmen kann. Das wird Herr Jensen sicher nicht können, Matthias. Außerdem ist er morgen bestimmt nicht mehr da. Vielleicht doch. Ihr habt ja schon wieder keine Hausschuhe an, aber jetzt ganz schnell ab mit euch ins Bett. Wir gehen ja schon. Bleibst du jetzt hier? Nein, ich hol Papi noch ab. Aber Papi hat doch das Rad. Na, das kann man doch zusammenklappen und in den Kofferraum tun, wie du weißt. Und jetzt ganz schnell ins Bett, sonst werde ich nämlich ungemütlich. Papi kann ja schließlich nicht ewig da draußen warten. Also, alles Gute, Herr Jensen. Ne? Angenehme Nachtruhe. Vielen Dank. Na, hoffentlich sind Sie morgen früh nicht mehr da, wenn ich ins Werk fahre. Ach so, das Zelt. Ja, was mache ich denn mit dem Zelt noch? Das wird ja morgen früh gerne geklaut haben, nicht? Das ist ja meine Frau. Was denn, immer noch nichts? Ja. Dabei haben die mit der Kaserne fest versprochen, die Meldung gleich weiterzugeben. Es tut mir wahnsinnig leid, Herr Jensen. Es geht schön. Also, dann. Sehr gut. Ja? Na los. Dann ist gut. Das wäre allerdings... Vielleicht für mich? Ah, es ist für Sie. Guten Abend, allerseits. Guten Abend. Schreiber. Sonntag, ist meine Frau. Na. Guten Abend. Wähler, Herr Premierleutnant, der Traunengel für das Dorf, den brauchst du ja hin. Ja, ja, das gebe ich auch sehr viel Nötig. Sind Sie die Dame, die uns hier ist? Ja, ja, das war doch schon nicht mehr anzusehen, der Ärmste. Nehmen Sie ihn denn jetzt wenigstens mit? Ja, natürlich, gnädige Frau, selbstverständlich. Wir sind Ihnen für Ihre Benachrichtigung sehr dankbar. Sie haben uns wahrscheinlich eine Menge erspart. Wieso? Sagen Sie, Herr Schreiber, ich will ja nicht allzu neugierig sein. Aber warum musste denn der Arme so lange hier bleiben? Als Nachhut? Oder war das eine Bewährungsprobe? Nichts von alledem. Es ist eigentlich eher komisch. Er ist, aber... Er ist von seiner Truppe vergessen worden. Was war das nochmal, was? Ja, er ist wirklich einfach vergessen worden. Das darf doch nicht wahr sein! Vergessen einen lebendigen Menschen? Ja, der Abmarsch der Einheit hatte sich offenbar verzögert. Der Dolmetscher war plötzlich verschwunden. Und die wenigsten sprechen gut Deutsch. Und so ist man ja doch etwas hilflos. Und dann die Verkehrsstockungen. Ein Heuwagen und alles bricht zusammen. Und er war der Meinung, dass alles einen Sinn hat, was mit ihm geschieht. Liebe gnädige Frau, Ausnahmen bestätigen die Regel. So sagen Sie doch in Deutschland. Hoffentlich geben Sie ihm jetzt ein paar Tage Sonderurlaub. Ich bin sicher. Nochmals vielen Dank. Ja, schon gut. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Na, lass mich mal. Marco, auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und das nächste Mal lassen Sie doch ruhig noch mal durchzählen, bevor Sie losfahren. Hm? Ja, danke. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen ganz besonders. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Schlafen Sie gut. Na, Ine, ich glaube, wir bauen unser Bundeswehrhotel erstmal ab, was? Sonst ist es morgen früh noch geklaut. An dem Handkuss kannst du mal ein Beispiel nehmen. Ja, lass doch diesen Quatsch. Da längst überholt. Für dich vielleicht, aber in Dänemark anscheinend nicht. Wiedersehen. Ja.
Nee. Ein Soldat persönlich. Was? Du holst deine Mutter als Ausbilderin ab für besonders schwierige Fälle. Warten wir erst mal ab, ob er überhaupt zu uns will. Er will. Um seinen schönen Samstagnachmittag zu stören. Und wer macht denn nun auf? Im Zweifelsfalle ich. Herr Sonntag. Ja? Reutze, guten Tag. Ich bin der Presseoffizier des hiesigen Standortkommandos. Könnte ich vielleicht mal Ihre Frau sprechen? Ja. Guten Tag, Frau Sonntag. Guten Tag. Die Bundeswehr möchte sich für Ihre tatkräftige Unterstützung ganz herzlich bedanken. Oh, das ist aber nett. Wollen Sie nicht reinkommen? Ach nein, danke schön. Ich möchte nicht stören, aber die hiesige Befehlsstelle möchte Ihnen auch im Namen unserer dänischen Kollegen ganz, ganz herzlich danken. Vielen Dank. Wie geht's denn dem Herrn Jensen? Ach, das tut mir leid, das kann ich Ihnen leider gar nicht sagen, aber ich hoffe doch sicherlich gut nach diesen vielen Anstrengungen. Ja, dann möchte ich mich auch bei Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und schönen Gruß. Ja, übertreib's mal nicht. Donnerwetter. Hochanständig. Und ausgerechnet ein fleißiges Lieschen, wo ich doch darauf allergisch bin. Julina! Ja? Was ist denn? Ich glaube, du bekommst nochmal Besuch. Da? Nochmal Militär, aber diesmal in Zivil. Du, das ist doch der Herr Jensen. Ja. Ja, Herr Jensen. Guten Tag. Guten Tag. Das ist eine Überraschung. Ja, ausgeschlafen. Guten Tag. Geht's gut? Ja, sehr schön. Ich wollte mich nur noch einmal bedanken. Verzeihen Sie mir, wenn ich so flüchtig... Ja, wir haben ja reingeplatzt, komme. Ja, so weit kommt's noch. Dann herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns doch. Kommen Sie doch rein. Ja. Darf ich? Oh, vielen Dank. Dankeschön. Was haben denn Ihre Kollegen gesagt? Arg gelacht und weitere Sonderurlauben gegeben. Na, sehen weil Sie denn das vorgeschlagen haben. Na, das muss doch gefeiert werden. Was kommt rein? Ja, und zum Feiern habe ich eben was mitgebracht. So. Hier. Ein bisschen nur.